Sagen Sie, was tatsächlich ist. Das ist der erste Schritt von Bob. Heute geht es um Teil 2 im Umgang mit Kritik und Krisen. Das erste B von Bob ist so wichtig. Wenn Sie das verinnerlicht haben, kennen Sie schon den wichtigsten Schritt im Umgang mit Kritik und Krisen. Machen Sie das Problem eines anderen nicht zu Ihrem eigenen, auch wenn dieser andere ein Problem mit Ihnen hat. Sagen Sie als erstes nicht, was Sie über die Situation oder den Menschen denken, wie Sie das alles finden und beurteilen, sondern was tatsächlich Fakt ist. Darum ging es in der letzten Folge. Jetzt der zweite Buchstabe von Bob, das O, und das steht für Offenheit. Nachdem Sie gesagt haben, was Sie beobachten, sprechen Sie darüber, wie es Ihnen damit geht und was Ihnen wichtig ist. Mit den Gefühlen ist das ja so eine Sache. Wir denken manchmal, wir würden Gefühle äußern, verstecken damit aber nur Vorwürfe. Beispiel: Ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich nicht. Oder: Ich fühle mich übergangen. Funktioniert genauso mit benachteiligt, ausgenutzt, nicht geliebt, überfordert. In Wahrheit steckt dahinter immer ein Vorwurf. Sie übergehen mich, Sie benachteiligen mich, du nutzt mich aus, du liebst mich nicht. Fast alle Formulierungen, die mit ich fühle mich oder mit ich habe das Gefühl anfangen, vermitteln, Achtung, keine echten Gefühle. Nehmen Sie lieber ein ich bin und sagen Sie, wie es Ihnen wirklich geht. Also zum Beispiel, ich bin traurig, ich bin überrascht, ich bin frustriert oder auch ich freue mich. Warum sollten wir überhaupt über Gefühle reden in einer Situation, in der wir kritisiert werden? Weil das Nähe schafft. Statt in Kampfhaltung zu gehen, gehen Sie in die Offenheitsoffensive. Manche denken, das macht mich aber sehr angreifbar, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie wirklich sagen, wie es Ihnen geht, schaffen Sie Boden für echten Austausch. Der andere weiß, woran er ist und merkt, dass Sie ihm nichts Böses wollen. Und echte Gefühle sind nicht widerlegbar. Wenn Sie sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, kann der andere sagen, so ein Quatsch, als ob ich dich ungerecht behandeln würde. Wenn Sie sagen, ich bin wütend, kann niemand sagen, das stimmt ja gar nicht, du bist nicht wütend. Echte Gefühle sind genauso wie echte Beobachtungen nicht widerlegbar. Natürlich offenbaren Sie in einer Business-Situation jetzt nicht Ihr tiefstes Seelenleben, aber sprechen Sie ruhig über Ihr Gefühl in dem Moment. Ich mache mal ein paar Beispiele für das B und das O von Bob im Zusammenhang, also für Beobachtung und Offenheit. Sie sagen, Sie sind unzufrieden mit meinem Vortrag. Da bin ich jetzt erstmal frustriert. Oder Sie greifen mich gerade auf einer ganz persönlichen Ebene an. Das ärgert mich. Oder Sie zweifeln daran, dass meine Thesen fundiert sind. Ich bin überrascht, das zu hören. Sie greifen nicht an. Sie bleiben ganz bei sich und bei dem, was passiert und kommen damit total sortiert und souverän rüber. Und dann sagen Sie, was Sie jetzt wollen. Darum geht's dann in der nächsten Folge mit dem zweiten B von Bob. Bis dann.